Wir wollen in einer gesellschaftlichen Situation von rechtem Terror, von Millionen Menschen auf der Flucht, in einer Realität, in der die Existenz von Frauen gewaltvoll verhandelt wird, jeden dritten Tag hierzulande eine Frau durch den Partner oder Ex-Partner getötet wird, Armut eine geschlechtsspezifische Dimension hat, Frauen weltweit täglich mehr als 12 Milliarden Stunden unbezahlte Haus-, Pflege- und Sorgearbeit leisten, in einer Zeit, in der es in EU-Staaten LGBT-freie Zonen gibt, in einer solchen Zeit wollen wir auch eine Stimme ehren, die den Zusammenhang deutlich macht zwischen Kapitalismus, Faschismus und Frauenhass. Eine Stimme, die gleichzeitig aber auch in die Zukunft spricht, nämlich in eine Welt, die frei davon ist. Eine eindringliche Stimme in den vergangenen Jahren war und ist Suki. Seit 15 Jahren in der Rap- und Hip-Hop-Szene aktiv und als Musikerin und Aktivistin gesellschaftliche Veränderungen mit voranbringt, getragen von der Utopie einer emanzipatorischen Kultur. Sie hat Heterosexismus im Rap, Machtverhältnisse und gesellschaftliche Schieflagen benannt und bekämpft und nun ihren Abschied aus dem Rap-Geschäft angekündigt. Feminismus ist ein Business geworden, ja sogar feministischer Hip-Hop. So zart er auch noch gediehen sein mag, befindet sich auf dem Weg zur Verwertungslogik. Das kann man niemandem vorwerfen, das ist das Wesen des alles vereinnahmenden Kapitalismus. Meine Utopie von einer emanzipatorischen Kultur ist drauf und dran, verschlungen zu werden, noch bevor sie es überhaupt vom Kokon zum Schmetterling geschafft hat, schreibt sie in ihrem Abschiedsstatement. Die mit dem Kapitalismus einhergehenden Kämpfe, Versagungen, Verletzungen nach außen und nach innen kennen wir nur zu gut. Und auch die gefährliche Liaison von Neoliberalismus und Feminismus. Für uns als linke Feministinnen, die gerechte Lebens- und Arbeitsbedingungen für alle Frauen wollen, die keine auf Konkurrenz und Verwertung bauenden Strukturen akzeptieren, bedeutet Feminismus nichts weniger als der Aufruf und die tägliche Bemühung zur Überwindung des Kapitalismus. Und wir, die wir hierbei erkennen, dass der Kapitalismus eben nicht nur eine Form der Wirtschaft ist, sondern radikal in alle unsere Lebensbereiche und Beziehungen eingreift, fordern ein Leben, in dem gilt, jede nach ihren Fähigkeiten, jede nach ihren Bedürfnissen. Liebe Suki, du befindest dich gerade auf deiner Abschiedstour. Viele Grüße nach Hamburg an der Stelle. Und du sagtest, ich feiere mit dieser Tour die Entscheidung, die ich getroffen habe, aufzuhören. Wir feiern mit unserer Entscheidung, dir den Clara Zetkin-Preis zu verleihen, deine Einmischung in die Verhältnisse, deine Parole, only the strong stay soft, nur die Starken bleiben weich. Wir feiern dich als Vorbild für viele Frauen und Mädchen. Wir feiern, dass du deine Bühne immer mit anderen geteilt und zur Verfügung gestellt hast und dass deine Bemühung, nicht nur die eine queer-feministische Rapperin zu sein, durchaus das Kokon-Stadium verlassen hat. Es geht uns heute Abend um eine Geste der Solidarität und um Entschlossenheit, weil aus all dem eben auch erkennbar ist und für uns die Erkenntnis wächst, dass Gesellschaft veränderbar ist. Dankeschön. Applaus